Hallo Leute, ich versuche mich heute mal als Airport CEO. Ich habe einen Schönbaumodus, also sprich ohne Geldlimitierung. Da können wir einfach mal drauf loshauen. Schauen wir mal, was da geht. Schon eine Weile her, dass ich das erste Mal mich darin versucht habe. Darum muss ich wieder die Sachen suchen. Ihr seht, ich habe auch das große Feld hier. Mein Ziel wird es sein, ein größeres Terminal hier mittig zu haben. Und dann entweder links oder rechts davon zwei große Startbahnen zu haben. Und dann auf der Gegenseite, je nachdem, eventuell noch zwei oder eine oder zwei kleinere Startbahnen. Das muss ich mal noch schauen. Aber zuerst denke ich mal, ist ein Terminal gefordert, den ganzen Verkehr hier vorne werden wir später dann anschauen. Ich denke mal, ich pflanze mein Terminal einfach so plus minus mal. Jo, das wird groß. Das wird groß. Einfach so, dass ich noch genug Platz habe da für die Startbahn auf der linken Seite. Dann machen wir gleich mal zwei große. Die Landebahn. Und dann hier oben die Startbahn, dass man theoretisch gesehen, ohne sich im Weg zu stehen, starten und landen kann. Hier gibt es doch noch eine zusätzliche Einfahrt für den Fall der Fälle, dass man eine Bahn sperren muss. Dann hat man da genügend Platz.
rote Richtung. Genau, 6 mal 6. Das ist sogar 7 breit. Wir haben ja noch Platz hier. Der Zaun wird ja noch zum Thema, ha?
Schauen wir mal, da braucht es ja noch die den Pfad. Hä? So, theoretisch wären wir flugbereit. Praktisch, ja, braucht noch ein bisschen. Wir brauchen hier Terminals, wo die Flugzeuge dann einen Parkplatz finden. Nee, nicht Hangar. Parkposition. Ja. Falsch gedacht, ha? Da ist ja nur eine Straße, eine Servicestraße nötig. Können wir die näher ranbauen? Weil ja nur Servicestraße.
Tschüss. Schande. Ich habe sie doch gar nicht geöffnet. Hallo? Nee, kein Licht. Jetzt abreißen? Nee. Wieso? Ja. Okay, dann halt. So rum. Ein bisschen viel, ha? Ich lasse das mal noch so. Aber ich baue hier ein Fingerdock, ein Terminaldock. Okay. Okay.
nicht. Ich will nur Mauer entfernen. So, jetzt gefällt's mir. Hier oben Einstieg für die Pox. Und hier unten werde ich Servicezeugs machen. Hey. Mauer. Weg. Mauer hin. Und wo ist sie? Da sollte eine Fluggastbrücke sein. Oh. So, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Passagierfluss an. Als erstes würde ich sagen, wir brauchen Bushaltestellen. Das ist doch gut. Oh, ein U-Bahn-Eingang. Ich mache da mal zuerst einen Fußweg da, so einen halben Kilometer lang. Ah.
eindruckend. Licht. Also, Verkehr. Was brauchen wir? Bus. Bus. Bushaltestellen. Machen wir die hier hinten. Eine, zwei, drei, vier Stück. Das muss reichen. Machen wir noch ein paar Taxibuchten. Eins, zwei, drei, vier Stück. Und Individualverkehr muss natürlich auch sein. Das erste Auto, ein Taxi, ein Bus. Leute, der Flughafen ist geschlossen. Hallo? Wo wollt ihr hin? Aha. Ich stehe vor dem Flughafen. Okay. Okay, wir haben Eingänge.
Sagen wir, bauen zuerst mal ein Mitarbeiterbüro. So, großes Büro, paar Plätze. Sollte für den Anfang reichen. Ich suche mir meinen Platz schon. Schau an, ich gehe arbeiten. Haha. Okay. Dann schauen wir doch mal nach ein paar Mitarbeitern. Was brauchen wir? Sicher mal ein paar Bürofachleute. CFO. So. Nur noch der CEO fehlt mir. Großer Flughafen, braucht ein paar Haustechniker. Nehmen wir alle mal. Hausmeister können wir auch noch einen gebrauchen. Und dann haben wir. Ja, der Rest muss warten. Alle fleißig am Arbeiten. Braucht ein paar Computer mehr. Hä?
schlecht gezielt, ha? So, jetzt. Also. Unser Ziel. Alle, die hier irgendwie reinkommen. Die werden hier durchgeschleust. Spendieren da ein paar Infotafeln gleich beim Eingang. Und wenn es nicht reicht, der kriegt hier noch zwei Infoschalter. So. Bekanntlich brauchen die Personal. Hier, Personal. Fluggastbetreuer. Okay, Personal unterwegs. Gut. Geben wir dem Ganzen noch irgendwie so einen Das ist dasselbe. Nee, hab ich weggeklickt jetzt. Marginal sichtbar, ha? Reicht. So. Und dann soll es den Check-in geben. Der ist dann
paar solche. Das werden 4, 8, 12, 16 Plätze werden. Zumindest am Anfang. Da sollten diese dann reichen eigentlich. Wir machen aber noch ein paar. Und ein paar Self-Check-ins. Das ist dann für das Baggage Handling. Betriebsbericht. Ich habe doch noch gar keinen Betrieb. Naja. Wir machen mal hier vorsorglich zu. Tür. Das Ganze wird wir sind ja auf Ebene 0. Ziel ist es, die Leute rein, Gepäck abgeben, Security Check, größeren Security Check dann noch machen, eventuell hier rückseitig gleich nochmal Check-in Bereich, das heißt Security Bereich hier hinten
Und dann hier alles. Dann Food und Shopping Airside. Wenn wir hier einen kleinen Bereich machen, Food Shopping Landside. Ich mache jetzt einfach mal hier quasi die Abtrennung. Mal schnell. Ja, da kommen noch Türen rein. Keine Angst. Das wird. Also der Shoppingbereich wird in diesem Element sein. Hier hinten wird es dann noch eine Wand geben. Die gibt es jetzt. So in etwa hier. Hier. Dann haben wir in diesem Bereich ist dann Baggage Claim. Für den Arrival-Bereich und hier dann das Verlassen des Terminals. Auch mit ein, zwei Duty-Free-Shops, so dass man wie im rechten Leben da durchgehen muss. So. Okay, machen wir mal einen Shop. Geschäfte. Ich möchte hier hinten, möchte ich eigentlich einen. Ein Restaurant machen. Mit. Aussicht. Nee, Restaurant haben wir gesagt, nicht Geschäft. Restaurant. So,
Kann mir das nächste Mal jemand sagen? Das ist so rum, das wäre richtig. Das heißt so rum. So. Okay, reinkommen müssen sie noch. Hm? Jetzt kommt noch mal weg. Dann so, so. Bauen wir hier noch einen hin. Eine Türe und dann ist das ein Personalbereich.
Ja, ich weiß nicht unbedingt die schönste, das schönste Restaurant, aber mal schauen, ob wir da was reinkriegen. Jetzt mal schauen da. Hier sind die Verträge. Was wollen wir? Er bräuchte einfach noch ein paar. Paar Kühlregale, ja. Kann er haben. Wo war er? Hier. War das der? Ah, versuchen wir es mal. Machen wir den Flughafen auf. Die sollen mal kommen. Da brauchst du nochmals zwei Fluggastbetreuer. So.
Das Ding muss eins weiter. So. Genau. Ist vermutlich noch ein bisschen früh für den Vertrag. Aber mal schauen. Okay, ich habe ein Check-in. Erkennungsfarbe. Und dann habe ich gesagt, ich mache dann noch einen weiteren Check-in-Bereich. Die Frage ist, machen wir hier hinten dran gleich die Gepäckkontrolle oder verlegen wir die in den Untergrund beziehungsweise dann erst hier? Könnten wir hier drüben machen. Ha? Das heißt hier wirklich gleich anschließend nochmals Gepäckabgabe, Schalter. So. Aber mit genügend Platz für den anschließend das Gepäckfördersystem. Heißt, diese Wand muss noch mal weg. Die wird eins nach oben gelegt. Machen wir da noch mal die Wand. Ja, ich weiß, ich muss hier dann noch die Förderbänder zwischenlegen. Kommt später. Okay. Machen wir noch mal eine Stange solcher. So. Da hatten wir eine Runde mehr. He?
Das Ganze wird ja vermutlich noch mal umgebaut. Aber es ist jetzt einfach mal für die Grundidee. Ich weiß, ich hätte den Planungsmodus nehmen können, aber nee, lassen wir schon. So, die kriegen auch den Backsteinboden da. Nächster Schritt nach der Gepäckabgabe ist dann die Security. Okay, zuerst Sicherheitszone. Also, dann lasse ich das mal noch offen. Vielleicht pflanzen wir da noch mal ein, zwei Geschäfte dann rein. Hier. Die Sikos. Damit es uns nicht langweilig wird, hier machen wir solche Warteschlangen. So.
geben wir auch einen Farbklecks. Das ist extrem dunkel. Ne, Marmor ist übertrieben. Betonplatte, das ist denn doch nicht schlecht. Ja, sieht besser aus. So. Security-Bereich. Check. Und nur den untersten machen wir für Personal alleine. Ne, den machen wir so. Der wird nur Pox. Und hier oben gibt's zwei Stück für Personal. Und dann machen wir auch gleich das da zur Personalzone. Das geht. Das passt. Aber wir könnten hier noch ein Mäuerchen hinsetzen. Dazu fertig. Keine Passagiere. So aufmachen. So. Kommt. Er schreit nach Personal. Oh. Okay, kriegst du 50 Stück, brauchen wir. Gehen wir schon mal suchen. Sicherheit. Ach du Schande, das dauert eine Weile. Ein paar. Ja, das kommt. Das kommt. So, also jetzt unser Ziel grundsätzlich dann hier rein. Gepäck abgeben, Sicherheitscheck und hier, nachdem man durch zig Läden durch musste, gibt
jetzt hier irgendwo dann die Rolltreppe nach oben. Heißt, wir müssen oben auch einen Sicherheitsbereich draus machen. Ach du Schande. So. So, passt. Wir machen da aber vielleicht noch ein paar Lifte hin. So. Genau, und jetzt der Passagierzugang hier nachher via Gate. Heißt, wir machen da mal noch eine kleine Mauer rein da. So. So. Okay, die Leute kommen rauf. Ein Riesenbereich. Da schauen wir noch, was wir alles damit anstellen. Aber jetzt fürs Erste. Machen wir hier dann die Zugänge, dann brauchen wir hier Fluggastbrücken. Nee. Verbessern. Fluggastbrücke. Physikalische Abtrennungen. Nein, nee, wir sind serviceorientiert.
Da hat jemand geschlampt. Es passt einfach nicht. Da seht im Schönbau stehen hier die Haare zu Berg. So, dann machen wir ein paar Bänke hin. Sollen die Leute was sehen fürs Geld? Ja, kopier das Ding mal. Ah, das geht sogar mit Fenster kopieren. Cool. Cool. So. Ich denke mal für heute. Ich muss Schluss machen. Ich habe heute Abend noch ein Konzert. Schaut wieder rein. Beim nächsten Mal. Ich wünsche schönen Abend. Tschüss zusammen.